Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartesfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Jetzt kommen wir zu einem Artikel von DocCheck. Die haben eine Meldung zu Thema Autismus ins Internet gerotzt. Weil ich mir sowas nicht alleine antun kann, sichere ich mir mit rein. Links zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erst gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch meine Comics nochmal anschauen könnt, als auch der Link zu meinem Twitter-Kanal, wo es ab Ende Februar dann weitergeht, wenn keine Videos kommen. Ja, Leute. Und diese Jock-Check-Figur, der zwinkert und mich anglotzt, macht mich wieder wahnsinnig. Ich habe sogar ein altes Bild von mir noch dazu extra hochgeladen, damit ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt gibt's ein neues Bild und diese Meldung zu dem Autismus trägt den Titel TSC mit Minigehirnen Neuroerkrankung auf der Spur. Und ich würde mal sagen, fangen wir nicht lange drum rum, los geht's. Anhand von Hirnorganoiden konnten Wiener Forscher die Ursache der seltenen Neuroentwicklungsstörung tuberöse Sklerose entschlüsseln. Sie demonstrieren damit, Tiermodelle reichen nicht, um Krankheiten des menschlichen Gehirns zu verstehen. Tuberöse Sklerose. Also, da gibt es auch Multiple Sklerose, aber naja. Multiple Sklerose ist ja nicht das Thema, also weiter geht's. Die Ursache der tuberösen Sklerose, einer seltenen Neuroentwicklungsstörung, findet sich in der besonderen Biologie des menschlichen Gehirns. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Wiener Instituts für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, kurz IMBA, die Ergebnisse wurden im Science veröffentlicht. Sie zeigen, dass Krankheiten des menschlichen Gehirns oft besser mit Hilfe von Organoidmodellen des menschlichen Gehirns als mit Tiermodellen verstanden werden können. Tuberöse Sklerose, Tierstudien nicht ausreichend. Die Komplexität des menschlichen Gehirns ist zu einem großen Teil auf seine Entwicklung zurückzuführen. Dabei laufen einzigartige Prozesse ab, von denen viele noch in den dunkelsten Ecken unseres derzeitigen wissenschaftlichen Wissens verborgen sind. Die tuberöse Sklerose, TSC, ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Lange Zeit wurde sie als eine hauptsächlich genetische bedingte Störung beschrieben. Die Daten dafür stammen aus Tiermodellen. Habe ich schon erwähnt, dass Tierversuche einfach krank sind und dass sie zu unterlassen hätten? Die lernen es nicht. Die lernen es einfach nicht. Finger weg von den Tieren, habe ich gesagt. Warum hört ihr nicht auf mich? Hört auf, Tierversuche zu betreiben. Meine Güte. Kann man jemand den Tierschutz anrufen? Danke. Meine Güte, ey. Kann man sich nicht ausdenken, was da schon wieder passiert? Woche für Woche fast immer das Gleiche. Tierversuche da, Tierversuche hier. Meine Güte. Weiter geht's. Die neue Forschungsarbeit des Knoblich-Labors am IMBA verwendet nun zerebrale Organoidmodelle aus menschlichen Stammzellen, um die Geheimnisse dieser seltenen neurologischen Entwicklungskrankheit zu lüften. Unsere Erkenntnisse über die Ursache von TSC führten uns zu einem für das menschliche Gehirn spezifischen Zelltyp. Dies erklärt, warum die Pathologie dieser Krankheit mit anderen Labormodellen nicht gut erfasst werden konnte, erklärt Jürgen Knoblich, wissenschaftlicher Direktor des IMBA und Leiter des Teams. Lesen wir weiter, komm. Jetzt kommt Autismus vor. TSC, Epilepsie und Autismus und Lernschwierigkeiten. Bei vielen betroffenen Patienten äußert sich TSC in Form von schwerer Epilepsie und psychiatrischen Symptomen wie Autismus und Lernschwierigkeiten. Also, erstens mal. Kommt nicht mit Patienten bei mir an, da kriege ich neutrale Stimmung. Zweitens, Autismus und Formen würde ich auch unterlassen, wenn dann Atem wäre richtig gewesen. Einige machen es mittlerweile schon richtig. Drittens, Autismus als Symptom zu bezeichnen, ist eine Beleidigung. Und viertens, Autismus ist keine Krankheit, ihr Dullis. Meine Güte, ihr lernt es nicht. Ihr lernt es nicht. Meine Güte, ihr lernt es überhaupt nicht. Als wenn ihr die Wahrheit verschließen würdet. Als wenn
als hätte den Tunnelblick. Einfach nur in eine Richtung gehen. Nicht links und rechts, nur einfach nach vorne, nach vorne, nach vorne. Kann man sich nicht ausdenken. Was ist nur falsch gelaufen bei solchen Leuten, die das einfach weiterhin behaupten? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, Leute. Weiter geht's. Morphologisch ist TSC durch charakteristische Veränderungen im Gehirn der Patienten gekennzeichnet. Dazu gehören gutartige Tumore in einem bestimmten Bereich des Gehirns sowie Läsionen in der Hirnrinde, die sogenannten Tuber. Gutartige Tumore. Darüber hatten wir schon mal gesprochen, oder? Ich glaube ja. Ich hasse Tumore. Und wenn ich das jetzt gleich hier schon sehe, aber da kommen wir gleich noch zu. Lange Zeit wurden beide morphologischen Abweichungen auf eine genetische Ursache zurückgeführt. Die Ergebnisse der Analyse von Patientenproben wichten jedoch von der vorherrschenden Theorie ab. Und wenn dieser Doc-Check wieder anfängt, mich anzuzwinkern, krieg ich... Hör auf, mich anzuglotzen! Oder da unten zu glotzen, je nachdem. Hör auf damit! Hör auf damit! Geh weg! Danke. Jetzt habe ich den Pfad verloren. Jetzt habe ich den Pfad verloren. Ich bin so stolz auf mich. Die Ergebnisse der Analyse der von Patientenproben wichen jedoch von der vorherrschenden Theorie ab. Um die tuberöse Sklerose zu untersuchen, haben wir Gehirnorganoide der Krankheit entwickelt. Dreidimensionale Zellkulturen, die zur Modellierung des Gehirns verwenden und die wir von jedem Patienten gewinnen können, erklärte Nina Corsini, Research Associate am EMBA und verantwortliche Autorin der Studie. Für die von Corsini und Knoblich geleitete Studie züchtete das Team Hirnorganoide von mehreren betroffenen Patienten. Autismus ist keine Krankheit, jetzt hört bitte auf! Weiter geht's. Diese Methode erlaubt es, molekulare und zelluläre Mechanismen zu untersuchen, die in den Gehirnen der Betroffenen zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung existierten. Mit diesem Ansatz fanden wir heraus, dass in Organoiden genau wie in den Gehirnen der Patienten Tumore wuchsen. Die Organoide wiesen auch ungeordnete Bereiche auf, die den Tumor der Patienten ähneln, erklärt Oliver Eichmüller, Erstautor der Studie. Und so sieht ein Tumor von tuberöser Sklerose aus. Nur weil es grün ist, muss es nicht positiv sein, also ich bitte euch. Lesen wir weiter. Clipzellen. Vorhanden im Menschenhirn, nicht jedoch bei Mäusen. Kann es sein, dass ich gerade einen Artikel wiederhole, den ich schon vor Wochen gelesen habe? Ich glaube ja, ne? Lesen wir trotzdem weiter. Die Rekapitulation der Pathopsychologie einer Krankheit ist jedoch nur der erste Schritt auf dem Weg zur Bestimmung der Ursache. Als wir den Ursachen weiter auf den Grund gingen, fanden wir heraus, dass beide Anomalien durch die übermäßige Vermehrung eines Zelltyps ausgelöst wurden, der spezifisch für das menschliche Gehirn ist, erklärt Eichmüller. Diese Zellen wurden als Caudate Interneuron Progenitors, kurz Clip-Zellen, bezeichnet. Es handelt sich dabei um Zellen, die in der Entwicklungsphase des menschlichen Gehirns vorkommen, nicht aber bei Tieren wie Mäusen. Unsere Studie zeigt, dass unser Gehirn sehr komplex ist. Viel komplexer als die Gehirne der meisten Tiere, sagt Corsini. Noch einmal, Finger weg von den Tieren! Ihr könnt nicht mit denen machen, was sie wollen. Ich schick euch gleich den Grizzly aus TV Total wieder her. Also von der letzten Folge. Ich warne euch. Ich schick euch gleich den Grizzly her. Und dann habt ihr keine Arme mehr. Meine Güte. Ihr könnt mich dafür melden, wenn ihr wollt. Ist aber bei TV Total wirklich passiert. Vor über einer Woche. Kann man sich echt nicht ausdenken, was ich jetzt schon wieder lesen muss? Weiter geht's. Komm. Die Wissenschaftler ziehen Parallelen zu anderen neuroentwicklungsbedingten und neuropsychiatrischen Erkrankungen, aber auch zu Krebserkrankungen. Sie spekulieren, dass auch diese durch für Menschen typische Entwicklungsprozesse verursacht werden können. Unsere Erkenntnisse über humanspezifische Prinzipien in der Hirnentwicklung und Pathologie können auch für andere bekannte Krankheiten gelten,
für die es bisher keine Therapien gibt, sagt Stublich. Naja, lesen wir weiter, komm, sonst raste ich noch aus. Und die eine Bewertung von 5 Sternen stammt wahrscheinlich von der Seite selbst. Aber genug mit den Spekulationen und lesen weiter. Wir werden hier natürlich nicht stehen bleiben, sagt Knoblich weiter. In einem nächsten Schritt wollen wir weitere neuropsychiatrische Erkrankungen untersuchen. Wir sind zuversichtlich, dass uns dieses aus dem Menschen abgeleitete Labormodell endlich helfen wird, humanspezifische Mechanismen zu identifizieren, die viel zu lange übersehen wurden. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also nicht nur, dass die Doc-Check-Figur mich anzwinkert, sondern auch, dass... Oh, es tut schon wieder! Jetzt hör mal auf hier! Ja, und das Logo von Kanautismus habe ich ja auch nicht eingeblendet. Deswegen das Bild von dieser Figur, von dem ich immer wieder neutrale Stimmung bekomme. Aber was meint ihr zu dem Thema? Schreibt einfach in die Kommentare eure Meinung zu diesem etc. pp. Als auch hier das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und das war der Sonntag. Und wir melden uns dann wieder mit einem neuen Video und sagen schon mal, ciao Leute!